Hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Wir sind jetzt in Flusshafen angekommen und haben in der letzten Folge spektakulär hier Belloc besiegt. Das ist echt verdammt gut gelaufen, das muss man sagen. Und jetzt sollen wir was machen? Flussabwärts wieder gehen, okay. Hati, Starkrüssel. Ach so, stimmt, ja. Nicht mehr so in der Story drin irgendwie. Vielleicht schaffen wir es sogar, na heute wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht in der nächsten Folge, hier Level 70 zu erreichen, weil dann könnte ich endlich Atlantea laufen. Du siehst ganz schön mitgenommen aus. Dieser Frachtbrief scheint interessante Informationen zu enthalten. Ich muss ihn mir ein wenig genauer ansehen, um herauszufinden, was all diese Dinge bedeuten. Während ich damit beschäftigt bin, gehe du doch bitte zu Königin Ariana und bringe sie auf den neuesten Stand. Ja, sehr gerne. Vielleicht ist ja dann auch mal so nett und lässt unseren Schüler da frei, der immer noch da im Zoo rumsitzt und sein Dasein, ne, fristet. Boah, es ist kalt hier in dem Zimmer, das gibt's doch nicht. Wobei, die Heizung geht dann gleich an, automatisch. Dann passt das wieder. Oh. Schöne Palmen hat sie hier stehen. Schön, dich wiederzusehen, Zauberer. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir Bericht erstattest. Vielleicht solltest du zu Hati zurückkehren. Ich nehme an, du. Wie. Nee, 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 Du nee, findest Serapha Grünbucht in Flusshafen. Dein Freund Subaka kann dir bestimmt dabei helfen, sie aufzuspüren. Nebenquests gibt's hier heute nicht. Gibt's generell nicht bei mir. Gottes Willen. Ey, das muss man sich mal vorstellen. Wie lange das dauern muss, wenn du die ganzen Nebenquests noch mitmachst, da bist du ja nie fertig. Also, der Kaios hat es ja eine sehr lange Zeit gemacht. Und ja, mein Respekt dafür, das ist wirklich krass. Aber okay. Ah, gut, du bist zurück. Für mich wäre das nichts. Ich habe die Papiere gelesen und bin auf einen wichtigen Hinweis gestoßen. Der Name des Ratsherrn Rasik Stolzenfall taucht darin auf. Das ist ein schlechtes Zeichen. Rasik ist ein hochrangiger Beamter, der unsere Königin in Baobab vertritt und ihr uneingeschränktes Vertrauen. Du musst für mich zum Haus des Ratsherrn eilen und ihn hierher bringen, damit wir ihn befragen können. Okay, sind das alles noch so kleine Laufquests hier, mit denen wir aber trotzdem ein paar EP bekommen und irgendwann haben wir's dann. Das Haus des Ratsherrn steht dunkel und verlassen vor dir. Aber es wartet hier jemand anderes auf dich. Hallo Zauberer, den Ratsherrn wirst du hier nicht finden. Dir ist auch aufgefallen, dass auf Rasik ein dunkler Schatten liegt, nicht wahr? Ich würde dir gern helfen, ihn zu finden, doch ich kann hier nicht frei sprechen. Treffen wir uns flussaufwärts am Anleger von Flusshafen. Dort kann ich dir erzählen, was ich weiß. So. Dann hören wir uns das mal an. Und dann erreichen wir auch bald den Konga-Dschungel. Ist, glaube ich, dann das nächste Gebiet, oder? Ja. Und da gibt es nochmal einen schönen Zauber, den wir uns abholen können. Du hast es geschafft. Dir ist niemand gefolgt, oder? Ratsherr Rasik befindet sich im Schwarzen Palast. Ratsherr Rasik. Ein unheilvoller Ort. Ein Monument der Schrecken der Nacht. Ich begreife nicht, wie es den Schwarzzahnkultisten gelang, so viele Elefanten in ihren Bann zu ziehen und sie dieses Bauwerk errichten zu lassen. Du kannst dort aber nicht einfach hineinspazieren. Die Schwarzzahnkultisten haben ein Passwort. Wenn du ein paar von ihnen in die Mangel nimmst, spuckt einer von ihnen es sicher aus. Okay, dann fühlen wir den Schwarzzahnkultisten mal ein bisschen auf den Zahn. Haha, oh Gott. Toll. Jetzt laufen wir diese Musut-Berserker mit rum. Ich gehe mal in eine andere Sphäre rein. Vielleicht bringt das was. Minimal, ja. Okay, dann machen wir das gleich wie folgt. Wir warten mal, bis die da weggelaufen sind. Und gehen da jetzt rein. Müsste es eigentlich bringen, weil da hinten kommt ja schon wieder der nächste angelaufen. Schön.
haben wir jetzt ein kleines optimierteres Deck, wo wir jetzt ganz schnell und sicher an unsere Karten rankommen. Haben quasi jetzt gleich zu Anfang unsere zwei Klingen und können in der nächsten Runde dann mit dem Drache angreifen und dann ist der Kampf schon gegessen. Ist echt nochmal eine große Verbesserung zum Deck davor, weil da hast du dann wirklich Karten drin, die du nicht wirklich gebraucht hattest und dann denkst du dir, hä? Weil einfach ewig nicht die Karte kommt, die man braucht. Aber jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr. Zack, einfach angreifen und dann hat sich das. Sehr, sehr schön. Ich ergebe mich. Das Passwort lautet Nansingonya Mabagiti Baba. Okay. Können wir uns bestimmt merken. Oder irgendwie ein paar König der Löwen-Vibes hier. Nee. Nansingonya Mabagiti Baba. Ja, natürlich. Mit Hilfe des Passworts kommt Setgan Zauberfeder, ein Schamane, lebt im Suk. Er wird sicher einen Verwandlungstrank. Sobald du dich in einen Leute, wir kriegen wieder eine neue dich in den Palast. Verwandlung, also ein neues Kostüm praktisch. Hoffentlich hält das diesmal länger an als 5 Minuten. Ich grüße dich, junger Zauberer. Du möchtest in den majestätischen Körper eines Elefanten schlüpfen. Dafür schuldest du mir mal einen Gefallen. Nimm einen Schluck aus meinem Kessel. Oh ja, gut, das war ja recht unkompliziert. Die Kraft des Dickhäuters in deinen Adern spüren. Wunderschön. Ta-ta-da-da. Geh nun, Zauberer, und betritt den schrecklichen Schwanz. 10 Minuten. Och, Mann. Ich wollte ein bisschen länger ein Elefant sein. Ja, das sieht ja traumhaft aus. Mal, kann ich davon mal bitte hin? Davon muss man doch mal ein Thumbnail mitnehmen. Okay, schön. Sieht auch interessant aus, wie der läuft. Das Tor zum Schwarzen Palast. Wie lautet das Passwort? Nansingonya Mabagiti Baba. Naja, das dürfte stimmen. Ah, okay. Der Verwandlungszauber funktioniert. Nun kannst du gefahrlos durch das Tor schreiten. Dann gehen wir auf in den Schwarzen Palast. Okay, dann mal weiter hier. Sieht ja interessant aus hier mit diesen Spinnensäulen. Hat was. Vielleicht können wir hier sogar irgendwas klauen, wer weiß. Sieht aber auf den ersten Blick erstmal nicht so aus. Ich glaube, hier war auch irgendwann ein relativ schwieriger Kampf noch. Ich weiß aber gerade nicht, wie schwierig der war. Aber hier war irgend so ein Bossgegner. Oh, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ups. Na, das wird ja was. Ah ja. Warte mal, als Thumbnail würde ich doch besser machen, wir würden das hier machen. Ein Blick hinter die Kulissen, Leute. Okay, passt schon. Du siehst, wie Ratsherr Rasik mit einem anderen Elefanten spricht, der dir seltsam bekannt vorkommt. Mit einem anderen Elefanten. Wer? Gottes Willen. Oh, es ist unser selbsternannter Weltenretter. Er ist in eine Elefantenhaut geschlüpft. Ja, damit bin ich weitaus überzeugender als du, Tim. Zauberer! Alles, was du hier finden wirst, ist dein Ende. Mein kleines Haustier hier wird kurzen Prozess mit dir machen, während wir verschwinden.
Na, ja, okay. Einfach in den Kampf rein. Ach du Scheiße. 4 Gegner, das ist nicht ohne. Und ein Eisboss. Maglor und 3 Schwarzzahnkultisten. Schluck. Okay, kriegen wir aber hoffentlich hin. Und hoffen wir mal, dass die jetzt noch nicht so krass draufhauen, weil 4 Gegner ist dann schon, ja, da sind die Leben schnell weg. Feuerdrache, nächste Klinge und dann greifen wir in der nächsten Runde direkt schon mal an, damit die Gehilfen wenigstens schon mal weg sind. Weil die, will ich hier nicht sehen. Vielleicht hat man ja auch ein bisschen Glück und unser Haustier kann uns vor Schlimmerem bewahren. Ich hoffe es. Fast die Hälfte daneben schon weg. Aber das war ja nicht anders zu erwarten. Okay. Ach, verflucht nochmal. Das war ja klar. Jetzt kriegen wir natürlich wieder nicht die erforderlichen Pips dafür. Das heißt, wir müssen nochmal eine Runde warten. Und das war auch klar. Na klasse. Oh. Aber es geht eigentlich noch. Die haben ja jetzt halt langsam ihre Pips verbraucht. Eieiei. Wobei ich denke sogar darüber nach, eventuell nochmal eine Runde auszuhalten. Die Frage ist, ob wir das überleben. Wahrscheinlich nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal ein Risiko ein. War wahrscheinlich ein Fehler, aber ich will dem Boss ja auch ordentlich Schaden machen, ne? Das ist so das Ding halt. Wenn wir Glück haben, überleben wir noch eine Runde. Ja, okay, die machen nicht so viel gerade. Hoffentlich in der nächsten Runde genauso. Ah, meine Heizung geht an. Cool. Dann wird es hier gleich mollig warm. Schön. So. Wir schauen alle gespannt auf das Mana. Oh. Wir kommen zum Zug. Tatsächlich. Und das war nämlich klar, dass der Typ sich ein Turmschild macht. Deswegen gehen wir jetzt mal auf den Feuerregen. Der macht dann mehr Schaden. Du Drecksvieh. Dass jetzt diese scheiß Ninja-Schweine kommen können. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise gerade, aber das ist echt bescheuert. Kurz vor meinem Angriff sowas zu machen. Schäm dich. Feuersteigerung, ja. 900, okay. Dreihundert, sehr gut. Also die haben es auf jeden Fall hinter sich. Was jetzt mit dem Boss passiert, ist natürlich die Frage. Komm, wir machen das so.
1300 kriegt er Schaden, sehr gut. Kein Turmschild, ich warne dich. Du doofe Sau. Okay, aber die Gehilfen sind allesamt weg. Aber leider heilt unser Haustier nicht, was eigentlich auch klar war. Reicht auch natürlich leider nicht aus vom Schaden her. Okay, damit sind wir tot. Jetzt hoffe ich natürlich eines, dass die Gehilfen gleich weg sind. Ach du Scheiße, warte mal, das war ja gar nicht der einzige Boss, der hier ist. Ich glaube nämlich, wir müssen dann nochmal gegen Tick-Tick, Tom-Tom, Tim-Tim höchstpersönlich kämpfen. Oh ne, das war so ein Dreckskampf, ne? Der hat doch so ein scheiß Schild sich gemacht und ich habe jetzt auch keine Hilfe hier. Ich überlege gerade, ob wir das nicht mal wann anders machen, weil das ist ein bisschen krass gerade. Weil wir schaffen den Dungeon auf keinen Fall in der Folge jetzt und wenn ich da rausgehe, muss ich den nochmal neu machen. Und eigentlich will ich jetzt hier nach der Folge auch nichts mehr aufnehmen. Deswegen ist das gerade so ein bisschen... toll, ja, super. Was können wir denn noch machen? Was können wir denn noch machen? Schlüssel zum Erfolg? Achso. Das ist jetzt die Frage. Wir können ja mal unsere Handwerksquest anschauen. Weil wir da auch ewig nicht mehr weitergekommen sind. Wir sollen Juwel der Konstellation fertigen. Und brauchen Alteisen und Glasfiolen und diese komischen Steine da. Ach nee, gar nicht. Wir brauchen bloß Glasfiolen und Alteisen. Da können wir mal ganz kurz im Bazar schnuppern. Weil die sollte man da eigentlich finden. Alteisen ist immer so eine Sache, das findet man mal und mal nicht. Das ist so ein bisschen, das schwankt immer. Aber Glasfiolen, die können wir uns, glaube ich, auch bei diesem komischen Händler da holen. In Celestia. So, Elik. Sag mal an. Hat natürlich kein Alteisen, das war ja mal wieder klar. Also Glasfiolen? Nö. Dann gucken wir mal in Celestia, da sind bestimmt welche. Ja, der Dungeon ist nicht ohne. Muss ich mir sogar eventuell Hilfe holen, weil der... Ja. Nee. Ich glaube, den will ich nicht alleine machen. Du hast doch bestimmt Glasfiolen. Genau, wie viel brauchten wir noch? 8 Stück. Haben wir. So, was können wir noch so machen? Mauerblümchen, Teeservice. Ah ja, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Habe ich das Rezept dafür schon? Nee, schaut nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal kurz nach Grizzleheim, weil der Rezeptehändler dort hat das Rezept für das Teeservice. Sind ja alles Quests, wodurch wir später noch Trainingspunkte bekommen, also lohnt das sich schon. Nur ich muss halt jetzt erstmal kurz nach einer Alternative suchen, was wir machen können, weil in der Folge jetzt wird das mit dem schwarzen Palast hier nichts mehr. Ist er das? So, ja, genau. Ich glaube, Dekoration ist das doch, oder? Teeservice. Achso.
Okay, stimmt, das geht ja auch nicht, weil wir die Handwerksquest noch nicht fertig gemacht haben. Uff. Das ist ja echt ein Zeug hier. Ah, Moment. Tja, so ist das Leben, Leute. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge erstmal an der Stelle, weil wir kommen jetzt hier zu nichts mehr. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Also dann, bis zur nächsten Folge.